und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 1. Nein, 4. Ha, lustig. Okay, das war jetzt unnötig. Wir sind jetzt mit dem Bruno hier in dem lieben Park. Lieben Park vor allem, ne? Und unterhalten uns ein bisschen mit... ihm und... was? Das ist gerade ein bisschen... gruselig, was ich jetzt hier gemacht habe. So, sorry. Hast du das immer noch nicht fertig, Madame? Ich glaube es ja nicht. So. Jo. Na, Bruno, tschüss. Okay, guck, er will gehen. Jetzt können wir auch gehen. Das ist für mich das Zeichen gewesen. Wir reisen jetzt einfach mal wieder zurück. Ein kleiner Ausflug, mal Hallo gesagt. Ne, bisschen so, wie war dein Tag? Was hast du so gemacht die letzten 2 Tage, wo wir uns nicht gesehen haben? Bruno kann zu Hause bleiben. Wo keine Einrichtung ist, was wir unbedingt noch ändern müssen. Ich weiß nicht wann. Das wird wahrscheinlich irgendwann so eingeschoben. Oder kommt dann extra noch oder... was weiß ich, ich bin ja auch nicht Jesus, ne? Bin ich nicht. Wollte ich nur mal so erwähnen. Wird dann eh nicht zur Let's Play-Reihe gehören, oder? Ach doch. Ha, irgendwie kriegen wir das schon geschaukelt, Leute. So, ich möchte aber, dass es jetzt hier schnell verläuft, weil ich endlich diesen Auftritt haben möchte. Und ich möchte Level 2 Promi werden. Stufe 2 Promi, Level 2 Promi, wie heißt das jetzt genau? 2-Sterne-Promi, so ist das. Die Kameraeinstellung kannst du im Optionsmenü ändern. Irgendwie tun meine Augen so weh. Hat in der letzten Folge schon angefangen. Ja. Ne, wir sind wieder zu Hause. Du wirst jetzt erstmal mixen üben, Madame. So. Und du hast hoffentlich... ne. Das akzeptiere ich nicht, Madame. Boah, guck mal, alles ist so kacke bei ihr. Was ist das denn? So. Ach, bist du das fertig? Leute, was ist mit euch? Ihr seid doof. Ich mag euch nicht mehr. So. Stirb, blödes Vieh, ey. Ich hasse es. So. Dann sortier einfach verdorbenes Essen. Reicht mir. Los. Oh ja, das. Oh, ich möchte. Oh, ich wollte die Pizza haben. Und dann kannst du dir mal Reste nehmen, bitte. Und du bist hoffentlich. Dankeschön. Guck mal. Vorbereitet haben wir sie. Jetzt müssen nur noch ihre Bedürfnisse nach oben. Also. Ich möchte, dass ihre Bedürfnisse voll sind. Wahrscheinlich brauchen wir eh keine vollen Bedürfnisse, weil die olle Funz bei dem Schminken hat eh wieder verkackt. Das wird eh so sein. Das weiß ich ja jetzt schon. So, Dankeschön. Guck mal, wie produktiv die liebe Hanna ist. Wäscht sich sogar die Hände. Müsste eigentlich selbstverständlich sein. Ist es aber nicht bei ihr. So, du nimmst ja auch mal Reste, bitte. Dann kannst du mal checken, ob du Brieffreunde jetzt mittlerweile hast. Hatten wir ja damals mal gemacht, ne? Hier. Genau. So, jetzt mal bitte Pfannkuchen. Oh, ich hätte jetzt auch so... oh, ich hätte auch Lust auf Pfannkuchen, Leute. Boah. Ja, ups, das ist auch geil, aber ich will lieber... beides zusammen. So, Pfannkuchen mit Obst. Ich will das haben. Bitte. Ist der schlecht? Nee, normal. Aber sie guckt richtig angeekelt. Also ich könnte das besser. Ich weiß ja nicht, was die da gekocht hat.
Guck mal, der Chips ist da. Ach, mach ich doch mal lauter, ne? Das ist irgendwie ein bisschen verkackelt. So. Ja, Jenny muss gar nicht so gucken. Und du, du bist... Ja, so satt, ne? Ist okay gerade. In Dusche singen kannst du mal. Deine Singfähigkeit wollten wir auf jeden Fall auch noch hochbringen. Gut, sie räumt von alleine auf. Dankeschön. Und sie braucht Spaß. Ohne Spaß funktioniert nichts. Aber du musst auch mal ein bisschen hier wieder Sport machen. Ich meine, für deine Rollen. Ich habe riesigen Hunger. Nee, deine Oma kann doch für dich kochen. Du wohnst ja bei deiner Oma, oder nicht? Oder bei seiner Mutter. Oder koch dir selber was. Ich bin doch hier keine Wohlfahrt. Jihon! Sieht ganz so aus, als hätte ich einen neuen Brieffreund aus Appaloosa Plains. Oha. Mega gut. Ja. Chatten mit. Nee. Nee, hier passiert nichts. Nichts, was dich angeht. Brief schreiben an Appaloosa Plains. Ja, schreib mir einen Brief an Appaloosa Plains. Hasse? Jetzt würde ich einfach noch ein bisschen hier, Oh. Ist das Jenny? Ja, zweifellos. Du hast mir den Tag versüßt. Bye. Alter, Opas rufen uns an. Super. Yippie-yay, Schweinebacke. Ich wette, genau. Hast du genau recht. Ich möchte auch nicht gestört werden, wenn ich ehrlich bin. Ne? Wollte ich nur mal so sagen. So. Danach kannst du gerne mal alles ja nochmal aktualisieren. Damit unser Ruhm auch schön oben bleibt, ne? Und wir nicht hier verkacken oder so. Ja. So, und du? Was ist jetzt mit dir? Dir geht's im größten Teils auch gut. Rechnerrock sollst du ja mal machen. Dann mach das mal aus. Ach, Leute. Du sollst nicht hier Musik hören von dir selber. So. Ach, wir müssen jetzt selber was machen. Nee. Song brennen. Der heißt, My. 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 Nee. Fire is in me. Das ist richtig. Ach, keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. So, Feuer. Heiß. Cool. Sweet. Das ist ein richtiger sweeter Song, hör mal. Nochmal auf Englisch hier: Fire. Und, kauft euch den Song. Er ist mega. Hashtag. Hashtag, Hashtag. Nee, nicht Hashtag. Hashtag. Love you und so eine Scheiße, wie es halt ist, ne? So. Song gebrannt und erstmal unter Dinky Beats veröffentlichen. So eine Kacke, ne? So, Fire is in Me wurde veröffentlicht. Ihr Label wird begeistert sein. Finde ich sehr gut. So, hast du mittlerweile schon Spaß wieder? Ja, guck mal, die hat richtig Spaß am Leben, die Dame. So, wie ein Chef. Ich geh weg. Nachricht lesen und eine Nachricht hinterlassen. Kannst du dann mal machen? So, Jenny. Dein Spaß füllt sich gerade noch auf. Okay, dann müssten wir auch mal danach unbedingt alles verkaufen und dann mal jeden und... Warte, wartet. Wartet.
So. Und. Hallo. Und bewässern. So. Hab mehr Selbstvertrauen. Möglicherweise machst du deine Sache besser, als du glaubst. Wäre ich jetzt nicht so sicher. Aber auch okay. So, und du? Du wäschst erstmal. Okay, ist auch gut. Ist auch gut. Ich habe nichts dagegen gesagt, dann kannst du es mal lehren. Mit ein bisschen Glück und dem perfekten Timing hat die Aktualisierung der sozialen Medien statt. Oh, 25 Follower. Das ist doch gut. So, und der nächste Post bringt uns 20 Follower. Auch ganz gut. Ich habe halt keinen Bock, dass das so runtergeht alles. Ich möchte ein Promi bleiben. Bitte. Oh, jetzt wollen sie mal plaudern. Es stimmt, die muss ja gar nicht Kontakte knüpfen im Internet. Die können doch einfach mal miteinander wieder reden. Haben die ewig nicht mehr gemacht. Das ist eigentlich traurig. Weil sie sind Bewohnerinnen und reden nicht mehr miteinander. Komisch. Was ist das denn hier? Laute Nachbar. Ach, hier hört man doch davon nichts. Hier ist doch alles gut. Dann redet doch mal ein bisschen. Unglaubliche Geschichte erzählen. Oh, sie ist wütend. Ah, ja, die wütend ist, das ist ja kein Wunder. Aber auch okay. Ist auch okay. Lustige Geschichte erzählen, genau. So, dann redet doch mal ein bisschen miteinander. Reden die jetzt? Ihr sollt reden. Redet bitte. Leute, was ist denn mit euch? Ja, jetzt reden sie endlich. Glaube ich. Redet ihr jetzt? Ich glaube, die reden. Doch, die reden. Dankeschön. Was hast du denn jetzt? Unbequem. Ja, nee, ist klar. Sonst nur extra Wünsche. Gartenfähigkeit Level 2. Sehr gut. Sehr gut. Das kann in den Müll. Oh, du müsstest dann mal Schüssel füllen. Danach. Einmal. So, dann könnt ihr euch doch jetzt hier ein bisschen unterhalten. Du setzt dich hier hin. So. Bitte hinsetzen. Bestreben abgeschlossen. Geil. Wir haben das Bestreben mit der Hanna auch abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt wieder zurück zu unserem Meistermixer Bestreben gehen. So. Also, Berufszweig genau. Level 7 müssen wir werden und 3 Getränke bei einem einzigen gesellschaftlichen Ereignis mischen. Das müsste auch klappen. Oh, sie haben es abgebrochen. Okay. So, dann kannst du hier noch deine... Oh, das können wir gar nicht mehr. Okay. Würde ich mal sagen, dass... Hallo? Kann man das noch kopieren? Kiste der Freundschaftlichkeit? Ja, beim Start. Ah. Die bringt uns noch 800 und die eine behalten wir mal, ne? Ach, krass. Guck mal, wir haben auch hier Dinger noch. Können wir aber nicht benutzen, weil wir keinen Platz dafür haben. So, guck mal, wir haben wieder 10.000 Simoleons. Es läuft. Es läuft, Leute. Es läuft. So. Ich würde sagen, dass du jetzt noch hier ein bisschen, hier mal so machst und dann noch kurz Kontakte knüpfst mit irgendjemand Neuen. Einfach mal im Chat bisschen. Danach kannst du auch gerne schlafen gehen. Du gehst jetzt schlafen? Genau. Genau. 463 Follower haben wir jetzt. Okay. Ist zwar nicht der große Fisch für eine Schauspielerin jetzt hier, aber wir sind noch nicht so bekannt. Das geht bestimmt noch bis zur Million oder so. Guck mal, die bringen auch richtig viel Geld, die Bilder. Geil. So. Ach, die machen energiegeladene Stimmung. Finde ich cool. So, guck mal, das Soziale geht hoch. Sie schläft hier schon, ne? Ja. Die Musik ist aus, damit sich die Nachbarn nicht beschweren. Und heute... Wir haben bald Winter. Ja. Bald ist Winter. Ui. Wir haben nicht so ein Winterfest. Ich möchte ein Winterfest haben. Ha, vielleicht erstelle ich ja noch eins. Wir haben aber erst noch bald Halloween. Und auf Halloween, da freue ich mich so drauf. Ich liebe ja Halloween. So. Bisschen weiter hier. Reicht jetzt auch. Sonst bist du morgen nicht ausgeschlafen bei deinem Auftritt. Wäre sehr blöd.
So. Und jetzt ist es verbuggt. So, jetzt aber. Nee, verbuggt. Jetzt aber. Oh, Leute, ich verstehe den Bruno nicht. Geht der nicht schlafen? Der hat zwar kein Bett, aber warum um diese Uhrzeiten? Nein, jetzt nicht, Bruno. Jetzt nicht. Ich glaube, es hackt. Dreimal, ehrlich. Hin und her. Oh! Erntefest! Wie geil ist das denn? Du sollst schlafen gehen. Oh! Oh, was seid ihr denn für Süßis? Oh, guck mal. Oh, Osterhasen. Oh mein Gott. Die sind voll niedlich. Die sind niedlich, die Kleinen. Die Kleinen sind so niedlich. Oh mein Gott. Oh, können wir da was machen? Zwerg beschwichtigen? Krass, wir können ihm was geben. Zwerg treten. Was? Jenny, ich habe eine Kultstätte für dich errichtet, wenn du mir eine Locke deines Haares der Björn Björksen. Da wäre ich auch. Nein, unser einer Zwerg, der eine Zwerg ist, den wir gekauft haben, ist der ist. Nee, wir haben vier Zwerge. Was machst du denn jetzt? Okay. Oha. Oh, wie süß. Sollen wir mal ein Zwerg treten? Was passiert, wenn wir ein Zwerg treten? Wird er dann wütend? Oh, Chips ist weggelaufen. Oh nein. Du musst aufstehen, Madame. Du musst auf Toilette. Du musst pinkeln. Du hast Hunger. Hunger können wir auch da. Also essen können wir auch da. Gib den mal was. Gib ihm mal Salat, dem Kleinen. Gib mal Salat. Gib mal bitte Salat. Oh, du magst keinen Salat. Doch! Ui, und das haben wir jetzt bekommen. Nichts. Ups, bin ich aus Versehen auf die Taste gekommen. Toll. Hat uns nichts gebracht, oder was? Kuchen. Ich geb dir Kuchen, Junge. Oh, den will ich haben. Hä? Ach, weil ich den jetzt wegge... Um Verzeihung flehen. Geraldius, komm schon. Den trete ich aber erstmal. Hör mal. Bitteschön, für dich. Oh, guck mal, der mag mich. Tja. Tja. Verkackt. Stopp. Leute, ich glaube, die Hanna stirbt gleich. Was geht denn jetzt ab, Alter? Oh mein Gott, ich glaube, dass die Hanna jetzt gleich tot ist. Abgemurkst von so allen Zwergen. Ja. Aber warum ist der auch. Der eine hat mich so blöd angepumpt, wisst ihr? Ne, fand ich jetzt nicht so toll. Und was kann ich denn dafür, wenn die auf einmal alle aggressiv werden, wenn ich auf einmal einen kaputt mache? Wisst ihr, wie ich mein? Ist ja schon ein bisschen abgekackt, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Aber okay.
Wenn ihr meint, dass das so sein soll. Ach, der ist schon nicht tot, Leute. Der ist schon nicht tot. So, was ist das denn? Ich habe gehört, dass du dich mit Hannah... Die ist meine Mitbewohnerin, aber auch okay. Oh. Oh, räum bitte auf. Aber bevor wir jetzt hier bei den Erbs weitermachen und so hoffentlich unser Casting auch schaffen, vor dem Casting, unseren Auftritt hier schaffen, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.